Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Alchemy Garden. Wir müssen direkt erstmal mit einer Reparatur anfangen. Weil sonst die Zufriedenheit der potenziellen heute wieder eintretenden Kunden nicht da befriedigt werden kann. Deswegen einmal ganz kurz durchchecken, ob irgendwelche Schäden ersichtlich sind. Ich sehe sonst keine mehr. Das heißt, jetzt geht's raus. Doch hier. Jetzt geht's raus und erstmal gießen, ernten und säen. Ich hätte noch ein neues Ding machen müssen. Es regnet. Oh, gefällt mir das gerade, was für ein Glück ich mit dem Regen habe. So, ich muss auf jeden Fall eine neue Harke machen. Was sicherlich schlau wäre, wäre Felder anlegen mit speziellen Pflanzen in speziellen Bereichen. Heißt, ein Ort nur für Lilien, ein nur für die Zwergpalmen und so weiter und so fort. Auch abhängig davon, wann sie eben gepflanzt werden, damit ich weiß, okay, heute muss ich da ernten gehen oder so. Aber so ein bisschen Chaos wie hier ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich drüber nachdenke. Ich weiß halt auch immer noch nicht, wie lange so eine Pflanze wächst. Also wie lange sie braucht, um zu wachsen. Und ich muss noch in die Stadt gehen, neues Saatgut holen. Das ist auch immer wichtig, damit ich meinen Vorrat hochhalten kann. Wir haben noch genug Platz, sehr gut. Wie leer es auf einmal hier wieder ist. Wenn man überlegt, dass es halt ordentlich mit Feldern ausgestattet war. Und jetzt einmal groß ernten, zack, bumm, ist fast alles weg. So, wir gehen hier noch die Petunie sammeln. Da wird sicherlich noch mehr Zeug sein, oder? Jawohl, guck mal hier. Eine lila Schnauze. Wir werden auch definitiv genug Platz haben für alle möglichen Pflanzen. Es sei denn, wir finden jetzt neue, die wir noch nicht geerntet haben gerade. Ja, habe ich eingesammelt. Hatte kurze Zweifel. Weitere Petunie. Sieht jetzt erstmal gut aus, was Ernten angeht. Also ziehen wir in die Stadt, ernten da und leider kann ich dir die Pflanzen nicht abgeben, weil mir fehlt Koriander. Nein, ich habe Koriander. Sogar genau 9 Stück. Cool. Das heißt, ich habe alles, um den Auftrag zu erledigen. Hallo, die Dame. Mondhibiskus. Nope. Koriander. Definitiv ja. Gänseblümchen. Habe ich hier keine, oder? Doch. Nehmen wir auch mit. Danke. Ein Tag daher. Ich müsste alles für dich haben hier, Hans Albrush. Schön. Die Aufgabe erfüllt. Es gibt keine neue. Also zurück in die Heimat. Was haben wir denn? 9, 16, 28, 32, 35.
55, 57, 58, 62 Felder muss ich anlegen. Korrigiere. 63, 64 Felder. 64 Felder muss ich anlegen. Da werde ich definitiv noch mindestens mal zwei Haken brauchen. 64 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da käme ich erstmal nur auf 48 Felder. Ich habe, glaube ich, keine Materialien dabei, genau. So. Da brauche ich definitiv mal drei Stück von. Aktueller Stand wären 6 mal 8, 48. Mit dem hier sind 6 mal 9, macht 54 Felder. Ich glaube, ich habe gesagt, das sind 64, richtig? Also noch 10 weitere. Werden wir dann gleich sehen, wenn ich die ganzen Pflanzen angebracht habe hier. Wie viele Felder es wirklich noch sind. Alles schön anbauen. Akkordarbeit. Genau, noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Ich sehe jetzt aktuell kein übrig gebliebenes Saatgut mehr. Das heißt, oh verdammt. Dann noch 1, 3, 4. Ich habe nicht mal alles geerntet, was ich hatte. Jetzt aber. Hoffe ich. So, wir machen den Laden auf. Die sollen sich hier jetzt um die Tränke schlagen und alles. Schönhäutchen ist eine seltene Pflanze. Die behalten wir hier. Kardinals ebenfalls. Das sind alles gewöhnliche Pflanzen. Die haben förmlich nur darauf gewartet, dass sie mal einkaufen dürfen. Habt ihr das gesehen? Danke. Lavendel. Können wir gefühlt auch alle verkaufen. Guckt euch das nochmal an hier. So. Also, Kristall ging weg. Stärketrank ging weg. Krähennestfarm ging weg.
Also wir könnten es eigentlich direkt hier hinsetzen und einen Stärketrank machen. Habe ich nicht. Nehmen wir die hier und die hier. Damit haben wir erstmal einen großen Vorrat. Bereiten wir direkt einen Vorrat an, füllen neu auf und dann ist gut. Weil ich ja gesehen habe, okay, der geht weg. Wunderbar. Flüssiges Eis ging auch weg. Eine. Gift ging weg. Machen wir gleich zwei. Ich weiß halt nicht, was ich mit dem Geld machen soll, das ich habe. Ich kann natürlich lauter Dekorationskram holen. Das fand ich vorher ein bisschen besser, weil da konnte man eben ein neues Gebäude kaufen. Größeres Gebäude, einen besseren Platz in Anführungszeichen halt auch. Oh. Schlaftrank. Habe ich keinen Schlaftrank hier? Ich bin gerade irritiert. Habe ich keinen Schlaftrank? Vorrat? Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. Weil. Die haben noch keine fünf Schlaftränke gekauft, oder? Jetzt ist sie schon weg. Naja, Pech gehabt. Aber. Erholsamkeit? Ist da vielleicht doch einer doppelt? Stimmt da was nicht? Ist irgendein Trank doppelt vertreten? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Oh, ist euch ein bisschen zu eng. Sehe ich irgendeinen speziellen Trank doppelt? Da muss ich echt mal drauf gucken, weil. Ich sehe den Schlaftrank auch nicht hier in meiner Auslage. Also da gebe ich denen schon recht. Aber es muss ja auch einen Grund geben dafür. Und ich verstehe ihn nicht. Wo sind die beiden hier gleich? Ja, da ist der Fehler. Wir haben zwei Seetränke. Da war der Fehler. Es war zweimal Seetrank drin. Ich weiß nicht warum. Bin ich irgendwann in meinem kompletten Ding durcheinander gekommen? So, jetzt werde ich noch mal ganz kurz einen Blick nach links werfen. Da will niemand was. Dann machen wir noch mal schnell neue Schlaftränke und fügen die dann wieder auf den Tisch hinzu. So. Okay, jetzt haben wir wieder Schlaftränke. Drei Stärketränke. Wir haben hier Stärke, die fülle ich direkt auf. Dann habe ich flüssiges Eis. Siehst du aus? Nein.
Nein. Du bist flüssiges Eis. So. Okay. 4000 Geld heute gemacht. Kristalle gehen weg. Gift auch. Also sollte ich eventuell Gift machen. Was auch früher cool war in den ersten Alphas, dass eben die Nachfrage von Tag zu Tag unterschiedlich war. Das heißt, an einem Tag wollten sie, keine Ahnung, Trank A haben, am nächsten Tag Pflanze B und dadurch hat sich auch der Preis verändert. Du konntest das dann immer anpassen, was auch cool war. Ja, und da konnte man eben entscheiden und sagen, okay, wenn die Nachfrage hoch ist, ist es teurer, sonst ist es günstiger. Das war auch immer ganz cool. So. Einige Getränke jetzt hier wieder nachgereicht. Kristalle gehen weg. Gegengift glaube ich auch. Aber es sieht erstmal nach einem relativ guten Tag aus. So auf den ersten Blick zumindest. Zufriedenheit ist hoch, Haus ist alles in Ordnung, Auswahl ist top. Also wir sind quasi der Shop to go, wenn man so will. Da gibt es gar kein Problem, wir machen Geld ohne Ende. Roten Kristalle gehen langsam aus, glaube ich. Ja, die sind aus. Die sind wirklich der Renner. Der Runner, würde ich sagen. Kann ich eigentlich rausgehen, wenn der Laden offen ist? Nein, kann ich nicht. Das wollte ich auch mal testen. Okay. Schaut euch noch ein bisschen um. Wir machen den Laden aber gleich zu hier. Weil, reicht dann auch. Geld haben wir gemacht ohne Ende. Bis 22 Uhr lasse ich noch auf, dann mache ich zu. Dann sollt ihr alle noch bezahlen, dann ist gut. Aber das sieht hier schon gut aus. Vor allem aufgrund der Zufriedenheit bezahlen sie alle eben auch mehr. Und das würde ich halt mit dem normalen Falschen nicht hinbekommen. Relativ konstant, 20-23% mehr. Ich glaube auch abhängig davon, welcher Gegenstand das ist, oder? Oh, die Kristalle waren wirklich... waren gut. So. Letzte Runde, langsam aber sicher. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich mach gleich dicht. Und dann heißt es eben, vielleicht nochmal abschließende Inventur machen. So, jetzt aber. Und tschüss. Nehmt noch das Letzte, was ihr haben wollt und dann bitte raus mit euch. Ich hoffe, den Lavendel hast du bezahlt. Ich meine, da steht einer. In meinem Buch. 6.499 Gold gemacht. Hallo? Könnt ihr dir bitte auch gehen? Gelbe Kristalle sind auch leer. Keiner wollte einen Stein haben. Naja, vielleicht kommen da die ganzen Handwerker noch, die ihm Steine brauchen. Was ist los? Ist doch alles gut hier, oder nicht? 553 ist okay. 555. 553. 455 534 555 555
Also solange keins auf 2 steht, denke ich, ist es okay. Ja, kann man mit leben. So, wir gehen jetzt ins Bett. Machen hier erstmal ordentliches Kapital heute. $6.499 im Laden eingenommen. Euch wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.